An unserem ersten Tag in Ischgl war das Wetter ja nicht so hervorragend gewesen. Dennoch haben wir einiges an Abenteuer erlebt. Deswegen schaut euch unbedingt den ersten Teil an, weil jetzt folgt hier der zweite Teil und ich kann euch so viel verraten. Ischgl kann auch schönes Wetter. Heute war unser Guide Patrick für uns zuständig und stell dich doch mal kurz vor und erzähl uns doch bitte, wo wir heute waren, weil ich habe wieder alle Namen vergessen und wisst, wie das ist. Ja, hallo. Also ich bin Patrick Zanger, bin von Bikes Karl in Ischgl, bin Guide, schon seit 10 Jahren, auch MTB, Freeride, Downhill Guide, so für Trails geeignet. Und ja, heute in Ischgl gestartet, beim Flianer, bei Regen, bei leichtem Nieselregen, Nebel und so. Und dann sind wir nach Maton, den Talwanderweg hoch, zur Friedrichshafener Hütte. Da gab es ein Cappuccino zur Stärkung, ja, war ganz schön, zum Aufwärmen und zur Stärkung. Und dann ging es weiter zum Grieskogel. Das war dann aber nicht zu viel verraten. Hier musste ich unseren Guide Patrick unterbrechen, weil er wollte euch schon zu viel von der Tour verraten. Und wenn ihr Bock und Unterstützung bei Herausforderungen braucht, dann ist er der richtige Guide für euch. Deswegen packe ich euch unten in die Videobeschreibung den Link von seiner Bikeschule. Und ja, Steffen und ich, wir waren definitiv froh, dass wir im Hotel sehr gut, ausreichend, ausgiebig frühstücken konnten, weil ja, die Energie wurde auf jeden Fall im Laufe des Tages dann benötigt. Radfahren, Spaß haben und das alles bei bestem Wetter. Allerdings war das nicht den ganzen Tag so. Ich hatte das Gefühl, wir mussten uns den Sonnenschein erst erarbeiten, weil der Morgen, der hat doch dann ganz anders angefangen. Nämlich im Regen. Die Sonne hatte zwar ganz kurz Hallo gesagt, aber das war es auch schon. Wir sind den kompletten Berg im Nieselregen hochgefahren. Es war nicht allzu starker Regen. Wir sind recht trocken geblieben, konnten trotzdem die Landschaft genießen, genug Bilder machen und hatten Spaß. Und das ist doch die Hauptsache. In der Friedrichshafener Hütte haben wir uns dann erstmal was Warmes zum Trinken gegönnt, weil wir mussten uns doch ein bisschen aufwärmen. Es war mit dem Nieselregen ein bisschen frisch geworden. Und danach ging es noch weiter berghoch, weil wir waren noch nicht ganz oben angekommen. Und je weiter wir gefahren sind, desto beeindruckender war die Landschaft. Ich bin aus dem Staunen gar nicht mehr herausgekommen. Und ihr seht, je höher wir gekommen sind, desto steiler wurde es auch. Eigentlich hatten wir auf besseres Wetter gehofft, aber in diesem Moment, ja, da haben wir einfach nur Nebel zu sehen bekommen. Unser Guide Patrick hat aber gemeint, wir können trotzdem noch eine kleine Wanderung einlegen. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich tatsächlich nicht, was mich erwarten wird. Der Anfang, der war wirklich angenehm zu laufen. Bisschen Schnee, bisschen Steine, war okay. Puh, anstrengend. Der Guide guckt jetzt erstmal, ob man hier tief einsinkt, weil wir haben jetzt nicht so die passenden Schneeschuhe an. Aber er hat es okay gegeben, also mal schauen. Oben stehen dann die Schlitten parat, oder? Damit wir runter... Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich Schnee aus meinen Schuhen geschüttet habe, aber ich hatte das Gefühl, dass ich dadurch länger trockene Füße hatte. Ich
Ja, das hat sich sehr gruselig angefühlt, wenn man plötzlich den Boden unter den Füßen verliert und beim Herausziehen merkt, dass der Schuh nicht mit raus will. Also wenn ihr eine Schneewanderung macht, bindet eure Schuhe fest. Ja, dieses Einbrechen ist wohl. Ab dieser Stelle wurde es wirklich gruselig. Steffen hat dann auch gesagt, hey Leute, ihr könnt alleine weiter, weil er hat eben Höhenangst. Und ich war echt froh, dass er überhaupt so weit mitgelaufen ist. Ich bin jetzt auch nicht ganz schwindelfrei und habe mir dann auch gedacht, ey, war das jetzt überhaupt eine gute Idee, jetzt hier noch weiterzulaufen? Aber ich wollte auch jetzt unbedingt hoch zum Kreuz, zum höchsten Punkt und ja, habe mich dann hier irgendwie doch noch hochgekämpft. Geil. Super hast du gemacht. Cool. Geil. Puh, geschafft. Ich sage euch, das war ein Ritt. Aber hat sich gelohnt. Dann haben wir den 9. Ja, es war wirklich sau schön gewesen und ich bin so froh, da hochgeklettert zu sein. Oben angekommen hat der Patrick mir dann auch noch gebeichtet. Er wollte eigentlich mit uns woanders hochlaufen, aber er hat sich dann doch für den rustikaleren Weg entschieden und ich bin froh, dass er mich gepusht hat. Alleine hätte ich mir das definitiv nicht so getraut und ich hatte aber doch noch ein bisschen Bammel, weil der Rückweg, ne, man muss ja auch irgendwie wieder runterkommen. Erstaunlicherweise ging es runter leichter als berghoch. Hätte ich gar nicht erwartet, weil es war schon echt irgendwie gruselig. Da musst du ja bekloppt sein, ey. Das wäre nichts für dich gewesen. Anscheinend hat sich Patrick an meine Worte erinnert beim Berghochlaufen, dass ich was von Schlittenfahren erzählt habe, aber ja, mit der Regenjacke, das hat nicht so funktioniert. Tja, endlich wieder auf dem Fahrrad zurück mit batschnassen Füßen. Junge, Junge, Junge. Was ein Ding, da hochzulaufen. Puh, gehört schon was dazu. Und jetzt ist auch endlich der Nebel weg. Und ja, ich würde sagen, wir wurden belohnt für unsere harte Arbeit. Ist einfach nur geil hier. Das macht der Guide Patrick da vorne für Spirenzchen. Kriege ich aber beim Zuschauen schon Puls. Den ganzen Weg, den wir zuvor hochgefahren sind, durften wir dann alles wieder runterfahren. Und ja, Steffen hat hier die sichere Line genommen und ist auf der linken Seite gefahren, weil ja, es ging hier schon ganz schön runter an der Seite. Schon ein bisschen gruselig und unangenehm. Nach dem ganzen Geballere auf den Schotterwegen ging es auch endlich mal auf den ersten Trail. Hinten fährt Steffen, in der Mitte ich und ganz vorne unser Guide. Irgendwie war ich ja schon froh, aus dem Augenwinkel die Friedrichshafener Hütte zu sehen, weil es war schon gruselig auf diesem Trail. Wow. Der höchste Punkt auf der Karte ist der Kriesgockel, wo wir hingewandert sind und den gleichen Weg ging es dann wieder runter und zurück an der Hütte und dann gab es erstmal was richtig Leckeres zu essen. Das hat nicht nur gut ausgesehen, es hat auch verdammt gut geschmeckt und somit waren wir dann auch bestens gestärkt, um von der Hütte direkt auf den Trail zu starten und ja, hier ein paar Drohnenaufnahmen und die Sonne hat uns belohnt und es war einfach so schön. Thank you.
gewöhnungsbedürftig. Der ganze Schotter und die Steine waren wirklich gewöhnungsbedürftig für uns, aber es wurde noch viel schlimmer, weil der Trail, der wurde wirklich so schmal, dass man überhaupt gar nicht viele Möglichkeiten hat. Steffen hat es ein bisschen besser gemeistert wie ich, auch wenn er kurz mal hier eine Bodenprobe genommen hat. Oh. Ja, aber wenn du einmal hängen bleibst, da ist halt nichts mit korrigieren und Fuß runternehmen. Wir haben uns dann für den Schotterweg entschieden. Das war der Weg, den wir auch hochgefahren sind. Allerdings hatten wir ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass der Patrick wegen uns mit außen rumfahren musste. Deswegen. Unser Guide Patrick zieht jetzt die GoPro an, weil Steffen und ich kriegen das nicht gebacken, hier runterzufahren. Die Trails sind wirklich nur eine Handbreit. Und ne, wenn du die Trails noch nie gefahren bist und generell jetzt nicht so der Profi bist und musst genau diese spezielle Line fahren, dann wird es schon recht schwierig. Ja. Deswegen, Patrick fährt das Ganze jetzt und ja, viel Spaß mit dem Gruselzeug. Wir fahren jetzt das Stückchen außen rum. Oder ja, was heißt das Stückchen? Wahrscheinlich den kompletten Schotterweg bis runter, so traurig wie es ist. Den Weg finden wir auf jeden Fall auch ohne Guide. Aber ja, so bekomme ich wenigstens ein paar Aufnahmen für euch. Oh, den können wir vielleicht fahren, ne? Für uns ging es dann direkt wieder links weiter und für Patrick, ja, die Proline. Das sind jetzt wirklich nur Abschnitte von Patrick, die ich hier reinschneide. Und egal welche Passage es war, er hat kein einziges Mal den Fuß abgenommen. Er hat so oft das Hinterrad versetzt. Und ich finde das echt faszinierend, wie man so Mountainbike fahren kann. Für mich wäre das nicht annähernd vorstellbar, überhaupt da, keine Ahnung. Mir fehlen einfach die Worte, wenn ich mir das anschaue. Also der letzte Abschnitt, habe ich das Gefühl, wurde noch gruseliger und schaut euch an, wie eng das ist, wie wenig Platz du hast. Du hast wirklich keine Möglichkeit, groß zu korrigieren. Es ist da einfach der Hammer. Oh ja, er macht einen Stoppie da vorne. Okay. Jetzt können wir wieder mitfahren, hat er gemeint. Ich bin gespannt. Ja, das geht. Hier ist der Weg breit. Das ist für mich vollkommen okay. Wenn ich Platz habe, mir eine Line zu suchen und ich gezwungen bin, eine Line zu fahren. Ja, hier wird es ein bisschen gruseliger, aber es ist breit. Und Macho Pombe, ja, liebe ich doch. Jacke aus, Sonnenschein, geil. Schön. Ah, sieht das geil aus einfach. Egal, wo du hier bist, auf dem Berg, im Tal, es sieht alles geil aus. Hier waren wir gewesen. Krass.
Leider habe ich erst im Tal gemerkt, dass ich vergessen habe, die Aufzeichnung zu starten, aber wir sind den gleichen Serpentinenweg wieder runtergefahren und dann im Tal zurück nach Ischgl. Übrigens liegt Ischgl im Panznaun und diese Region besteht aus den Orten See, Kappel, Galtür und eben Ischgl. Und ich kann euch nur sagen, ich bin froh, dass ich diese Region jetzt auch immer bei Sonnenschein kennenlernen durfte. Und es folgt noch ein weiterer Teil. Deswegen abonniert unbedingt meinen Kanal. Das ist auch kostenlos. Ich habe nämlich festgestellt, dass die meisten von euch meinen Kanal gar nicht abonniert haben, aber trotzdem meine Videos schauen. Ja, und am Abend, wie immer, haben wir schön lecker gegessen, vollgestopft, glücklich und kaputt sind wir dann an diesem Abend ins Bett gegangen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Teil einschaltet. Bis dahin. Schwing Schoss Bike und Travel and Ride. Bye bye. Mit Sonnenschein beende die heutige Tour.